Oh nein! 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 Oh, what the fuck, ey. Ich hatte einfach nur Angst, dass ich verliere. Ich möchte nicht drüber reden. Hi, ich bin Martin Fischer und heute lernen wir gemeinsam Gitarre und Bass spielen. Nicht, dass ich das schon könnte, ich meine, ich bin ja Profi. Und trotzdem begebe ich mich heute in die Tiefen von Rocksmith Plus. Das ist ein ganz tolles Spiel, mit dem man mit seiner eigenen Gitarre oder seinem eigenen Bass Songs nachspielt und so spielerisch Gitarre lernt oder eben Bass. Damit das Ganze etwas aufgespiced wird, habe ich mir jemanden eingeladen, nämlich Mr. Spice. Yeah! Steven Ciuto von den Spice Frogs, von den Spice Girls. Steven und ich treten jetzt gegeneinander an in einem Battle of Life and Death. Dafür habe ich nichts unterschrieben. Nicht ganz so schlimm. Wir treten gegeneinander an und wer in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen, easy, medium und hard, besser ist, der gewinnt. Wer ist wohl besser, der Profimusiker oder so ein Typ? Und jetzt kommt der Clou. Wer gewinnt, der darf einen Verein bestimmen, an den der Verlierer 1000 Euro spendet. Dafür habe ich auch nicht unterschrieben. Aber okay. Und damit geht's auch schon los. Wir gehen auf Spielen. Spielen, ja. Ja, brauche ich denn nicht ein Instrument? Ich bin ein bisschen zwiegespalten bei der ganzen Sache. Einerseits ist Martin nicht so gut in Videospielen. Andererseits ist er sehr gut in Musik. Vielleicht liegt es dann so bei 50% Chance, dass ich tatsächlich gewinne. Und da hätte ich schon Bock drauf. Es könnte sein, dass es so ein bisschen wie die bekannten Gitarrenspiele irgendwie aussieht. Aber ey, ich gehe am liebsten unvorbereitet in solche Sachen rein. Wie wär's denn hier mit, das kennst du doch bestimmt, Ezio's Family. Ja, dropped D. Alter Schwede, vor allem Zielschwierigkeit 92%. Ja, aber bei Neuling, das ist schon okay, das ist rockig. Ja, rockst du das? Das ist rockig. Na dann. So, das E muss erstmal hier runtergestimmt werden auf ein D. Ja, sieht gut aus. Premium. Ich bin sehr startklar, ich freue mich. Wow, da ist meine gesamte Partitur, als würde ich durchgucken und jetzt kommen die Noten angeflogen. Und hoffentlich kann ich sie lesen. Also es sind keine Noten, sondern es ist ja Tabulatur, aber... Okay, mein Finger, Position 3, 5, 7. Okay. Sehen hier schon irgendwelche Dinge, die ich machen müsste? Achso, nee. Ha! Der Bass setzt sehr spät ein in diesem Song. Alasa! Nee. Wa? Ah, falsche Note, scheiße. Das ist krass, das ist so, als kenne ich diesen Song schon. Ich hoffe, das stimmt, das. Welche war das? Es ist wie lesen. Ist das wirklich die ganze Zeit das? Song abgeschlossen. Großartig gespielt. Dein neues Danke. Bestes Können. Das hast du dir verdient. Oh. Können null? Ich würde mal sagen, das ist eine infame Lüge. Mach mal erneut spielen. Ja, du musst jetzt hier unten spielen. Hier. Nein! Ja, da ist er. Nein, ja. Ich war hier unten. Das war einfach geflippt. So ein Scheiß. Aber gut, dass ich noch wusste, wo ich wann an den die Bundnummerierung. Da bin ich ganz treffsicher eigentlich. Aber hat mir auch nicht geholfen, weil ich war auf der falschen Seite. Auf einmal kommen diese roten und gelben und dennoch blaue kleinen Klopsis auf dich zu. Und ich habe schon manchmal so Links-Rechts-Probleme und oben, unten und dann noch Farben. Aber wenn man es so einmal dann rausgehabt hat, ja, und so seine Position gefunden und einmal weiß, wie man was spielt, dann ging das eigentlich sehr, sehr gut von der Hand. Oh! Ich habe euch gar nicht reinkommen sehen. Ich bin Urlaubs-Marty und ich habe gute Nachrichten für euch. Ab jetzt ist Rocksmith Plus für alle Mobile-Phones mobil spielbar. Und der neue Song von Mothica, Glow in the Dark, ist ab jetzt bei Rocksmith. Und für alle Gewinnspieldurstigen unter euch gibt es jetzt noch mehr gute Nachrichten. Wenn ihr euch beim Spielen von Mothicas Glow in the Dark filmt und das unter dem Hashtag Rocksmith Plus Challenge postet, lost Mothica einen Gewinner oder eine Gewinnerin aus, die sie dann bei sich auf YouTube, TikTok und Instagram featuret. Und jetzt kommt's. Es gibt noch ein zweites Gewinnspiel mit dem Hashtag Marty rockt. Yeah.
Um hieran teilzunehmen, kommentiert ihr am besten unter diesem Video, wie gut ich mich im Kampf gegen Steven geschlagen habe. Welcher Kommentar mich wirklich zum Lachen bringt. Also ein lustiges Lob, ein wirklich, man kann auch übertreiben, man kann zynisch oder sarkastisch sein. Wer mich zum Lachen bringt, gewinnt. Der, die Gewinnerin bekommt ein Jahr Rocksmith Plus für alle Plattformen, die ihr so habt. Und eine Epiphone J45 EC. Das ist eine Akustikgitarre. Die Teilnahmebedingungen gibt es in der Videobeschreibung. Und jetzt geht es auch schon weiter. Ach so. Abonnieren nicht vergessen. Was gibt's hier? Pull-Off, Sustain, Hammer-Ons, Palm-Mutings. Oh nein! 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 Okay. Ah, hier sind wir. Ich muss jetzt meinen verkackten ersten Song auf jeden Fall wieder aufholen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Es ist zu schnell. Ah! Ah! Ah, so geht der. Ah! Oh, what the fuck, ey. Ihr wollt mich doch fertig machen. Nein, ich hab ihn verpasst. Gott, war ich schlecht. Das Beste steht noch bevor. Eieiei, 69%? Immerhin das. Ich hab dicke, fette Bassfingerchen. Ich bin nicht trainiert auf Gitarre. Du hast einen neuen Können-Rekord aufgestellt. Oh, 37%, toll. Ich habe am Anfang halt so ewig gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass ich Leerseiten spielen muss. Und ja, das war ein bisschen dumm. Aber dann, als ich es raus hatte, hatte ich es raus. Es ist schwer zu sagen, ob ich jetzt besser war als Steven oder nicht. Weil auch bei diesem Track habe ich irgendwie teilweise die Seiten verwechselt. Es ist schwer. Wenn man sich Zeit lässt, dann ist es gut. Aber wenn man so wie wir auf alles scheißt, dann darf man sich nicht wundern. Den kenne ich ja, der ist ja nicht so schwer. Das werde ich ja wohl hinkriegen. Knister, knister, oh! Knister. Guck mal hier, wenn ich Zielschwierigkeit hochmache, dann kommen Fähigkeiten quasi dazu, die man machen muss. Vibrato, Pull-Offs. Hört mir richtig gut. Warum habe ich das noch nicht? Oh Gott, es geht los! Ah. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, ich muss viel mehr machen jetzt. Oh Gott. Ah. Nein, das ist eine Tonänderung. Ah. Scheiße. Dritter Bund. Miss. Man wird wahrscheinlich besser da drin, wenn man es öfter macht. Also es ist ja quasi... Oh! Ah, Kacke! Oh! Mach doch mal sinnlos jetzt noch mal so eine leere Seite oder so eine... Ah! Ah, damn it! Ja, es ist Ende, endlich! Vielleicht macht man das, wie gesagt, wenn man so ein bisschen was kann. Erstmal, eieiei. Übung macht den Meister. Bleib ja. Dran. 5%. Oh, ich hoffe, Steven war nicht gut. Ey, wenn man das halt wirklich ein paar Mal macht, glaube ich, ist das ziemlich geil. Gut, 39%. Ja, aber ich glaube, die Gitarre ist auch nicht einfacher. Ich möchte nicht drüber reden. Ich hatte einfach nur Angst, dass ich verliere. Spaß gemacht hat es trotzdem.
Ja, Steven, ein spannungsgeladenes Derby. Ja, ich sage dir, das hat eine Menge Spaß gemacht. Klasse, danke, mir auch. Und wir bekommen hier die Ergebnisse rein. Da sind sie schon. Gereicht. Ja! Warum ist das so? Warum war ich denn so schlecht? Ein bisschen eindeutig, ne? Wie kriegt man überhaupt 1%? Was hast du da gemacht? So, Marty, das heißt, du darfst jetzt 1000 Euro spenden an einen Verein meiner Wahl. Und ich nehme IJM, das ist einer der größten modernen Menschenrechtsbewegungen, Organisationen. Um die zu unterstützen, kannst du da bitte hinspenden. Ja, dann mach ich das jetzt mal. Und zwar sofort. Hör mal, machen. Also, wer besser sein will als Steven, der kann sich Rocksmith Plus holen oder es gewinnen. Alle Infos dazu in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr ihm mal zeigen, was eine Harke ist, beziehungsweise eine Gitarre. Dann bleibt euch nur noch eins zu tun: Abonnieren, kommentieren, liken. Liken ist am wichtigsten, glaube ich. Weiß nicht, wie siehst du das? Ey, liken ist super geil. Und unseren Podcast hören, der ab und zu kommt. Nochmal Duscher. Auch in der Beschreibung. Ist richtig. Tschüss. Ciao.